Vor einiger Zeit haben wir ein Video hochgeladen, was sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Der Titel war "Aber es schadet doch niemandem. Islam und LGBT". Nun, da haben wir auch mit gerechnet, dass es diese Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Es gab sehr viele Kommentare, sehr viele sachliche Einwände, zu denen kommen wir auch später noch, und auch einige geradezu empört. Und da haben wir gesagt, okay, vielleicht macht das eher Sinn, wenn wir so ein kleines Fragen- und Antwort-Video dazu liefern. Denn ansonsten würde das sehr schnell ausarten in eine Schlacht im YouTube-Kommentarbereich und ich glaube, damit wäre niemandem geholfen. Islam und LGBT. LGBT ist sehr weit gefasst. Eigentlich ging es darum, dass ich dargestellt habe, wie das bei uns im Islam ist, speziell bezüglich des Schlafzimmervergnügens. Und das gibt es bei uns nur zwischen Mann und Frau, die zusammenkommen, um eine Familie zu gründen, die heiraten. Alles außerhalb davon ist nicht erlaubt. Und darauf kamen sachliche Einwände und einige andere geradezu empört. Interessanterweise von Nicht-Muslimen. Und da habe ich mich gefragt, Moment, wieso überhaupt? Wieso fühlt ihr euch überhaupt angesprochen? Mich hat es tatsächlich im ersten Moment gewundert. Ich meine, ich stelle mir einmal vor, dass jemand mir eine lange Nachricht schreibt, wie schwer für ihn 5 Gebete sind. 5 Gebete am Tag und ich bin schwer beschäftigt. Ich habe Frühschicht, ich muss morgens früh raus. Und im Sommer, wie früh musst du da eure Gebete verrichten? Und danach muss ich nochmal schlafen gehen und dann schon sofort zur Arbeit. Und tagsüber, ich kann nicht frei machen. Wie soll ich das meinem Chef erklären? Und eine lange, lange, lange Nachricht. Und am Ende kommt heraus, der ist überhaupt gar kein Muslim. Ich meine, was hast du mit den 5 Gebeten zu tun? Es gibt auch andere Dinge bei uns in der Religion, die nicht erlaubt sind. Alkohol zum Beispiel, ich habe es auch schon erwähnt. Aber niemand beschwert sich darüber, man ist damit cool. Ja, das geht bei uns nicht. Oder Currywurst. Es gibt die Halal-Currywurst, aber reden wir mal von der normalen Currywurst hier an der Pommesbude. Das ist uns nicht erlaubt, aber es juckt irgendwie keinen. Die trinken weiter ihren Alkohol und sie genießen ihre Currywurst. Nur hier ist das nicht so. Was das Schlafzimmervergnügen betrifft, da gab es diese Empörung. Da ist es nicht so, dass die Leute einfach hingehen und sich weiter im Schlafzimmer vergnügen. Nein. Sie fordern von jedem anderen Menschen, dass er Beifall klatscht. Deswegen die Empörung. Nun, auf die Empörung kann man immer nur schwer eingehen, aber was die sachlichen Kommentare betrifft, da gab es doch das ein oder andere, was ich gerne noch mal ausführlicher darlegen wollte. Aber ich habe etwas beobachtet bei allen Kommentaren, kann man sagen, allen voran auch bei den sachlichen. Und das beobachte ich nicht nur hier, das habe ich schon sehr, sehr oft in Debatten beobachtet. Nämlich die Ehrlichkeit. Ein Mangel an Ehrlichkeit. Damit meine ich nicht, dass mich jemand rundheraus anlügt. Davon gehe ich aus, dass das niemand tut. Nein, mit Ehrlichkeit meine ich etwas anderes. Ehrlichkeit meine ich in einer Debatte. In den Argumenten, die man präsentiert. Die vielleicht manchmal gar nicht zu Ende gedacht sind, was sie denn bedeuten. Ehrlichkeit bedeutet, ich gebe einfach mal ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, aber da habe ich schon häufiger bemerkt. Und zwar in einer Auseinandersetzung mit christlichen Missionaren. Und dann kommt er zum Beispiel zu mir und sagt, Mohammed kann auf keinen Fall ein Prophet gewesen sein. Unmöglich. Denn er hat Kriege geführt. Das ist ein Argument, was häufiger präsentiert wird. Und da wundere ich mich immer. Ich denke immer, Moment, kennst du denn deine eigene Bibel nicht? Ich meine, wenn du da mal nachschlägst, dann wirst du feststellen, Moses war auch ein Prophet und der hat auch Kriege geführt. Wieso gilt das da nicht? Ich meine, was erwartet man auch? Gott befiehlt Moses, ein Land zu erobern. Soll man jetzt denken, Moses sagt, nein, lieber Gott, das sind Kriege, Kriege führe ich nicht, das passt nicht zu einem Propheten? Richtig, das ist Altes Testament, aber was hat das zu sagen? Altes Testament heißt lediglich, das war vor Jesus. War das denn so, dass vor Jesus, boah, hey, Kriege, alles super und nachher, oh mein Gott, ein Prophet kann niemals einen Krieg führen? Aber des Rätsels Lösung ist ganz einfach. Das ist bei diesem christlichen Missionar überhaupt gar kein Argument. Es geht ihm gar nicht darum. Deswegen hat er auch noch nie die Bibel aufgeschlagen, ist über Moses gestolpert und hat gesagt, Moment, wie ein Prophet, der Kriege führt, das kann doch überhaupt gar nicht sein. Darum ging es ihm auch gar nicht. Er hat nur etwas gesucht, was er gegen Mohammed sagen kann. Und da kamen ihm die Kriege ganz recht. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, Krieg, das mag keiner. Das hat immer unendlich viel Leid für sehr, sehr viele Menschen zur Folge. Nein, das mag man nicht. Das ist keine schöne Sache. Und das nutzt man einfach nur aus. Es ist für ihn gar kein Kriterium. Das war noch nie für ihn ein Kriterium. Er hat einfach nur
bei Mohammed geschaut. Ach, der hat einen Krieg geführt, das kann ich jetzt bestimmt schnell sagen. Aber er hat das gar nicht zu Ende gedacht. Unehrlich, damit meine ich, jemand verwendet ein Argument nicht, weil es tatsächlich für ihn ein Argument ist, sondern einfach nur deswegen, weil er etwas sucht, um etwas gegen dich zu sagen. Das ist das Einzige, was dahinter steckt. Es ist gar nicht sein eigenes Kriterium, sein Maßstab, sein Argument. Das meine ich mit unehrlich. Und das habe ich bei sehr, sehr vielen, auch bei den sachlichen Einwänden, beobachtet. Der erste Einwand, und das war tatsächlich auch einer der häufigsten Einwände, bezog sich auf meine Aussage, dass wir ja schon immer gewisse Tabus hatten, allen voran, was das Schlafzimmervergnügen betrifft, die es auch schon seit Menschengedenken gibt. Und die sind nicht immer darauf zurückzuführen, dass man keinem anderen schaden möchte. Und ich habe als Beispiel erwähnt, die enge Verwandtschaft. Das ist in nahezu jeder Kultur auf dieser Welt ein Tabu. Man kann nicht seine eigene Schwester heiraten oder seine Tochter oder von mir aus seine Mutter. Sowas geht einfach nicht. Das ist ein Tabu. Und der Einwand war jetzt, das ist zwar richtig, aber das haben die Menschen deswegen tabuisiert, mit einem Tabu belegt, weil man einen Schaden befürchtet hat. Eine potenzielle Schädigung. So hat es tatsächlich wortwörtlich jemand kommentiert. Was damit gemeint ist, ist natürlich die Nachkommenschaft. Was richtig ist und was man auch beobachten kann, ist, dass wenn man zu eng miteinander verwandt ist und dann Kinder hat, dass die Wahrscheinlichkeit für Erbkrankheiten deutlich höher ist. Das ist eben die potenzielle Schädigung und das soll der Grund gewesen sein, warum die Menschen das schon immer mit einem Tabu belegt haben. Warum ist dieser Punkt eigentlich wichtig? Der genaue Grund, warum die Menschen das mit einem Tabu belegt haben. Ich denke, das liegt auf der Hand. Es ist schwer heutzutage zu akzeptieren, dass die Menschen einfach, was das Vergnügen im Schlafzimmer betrifft, gewisse Dinge einfach wussten, dass man das nicht macht. Das geht einfach nicht. Denn das bezieht sich ja nicht nur auf die enge Verwandtschaft. Da fallen ja auch noch andere Dinge drunter, die eigentlich in allen Kulturen seit Menschengedenken tabu waren. Die aber heutzutage im Sinne von anything goes, vergnüg dich, solange du keinem anderen Schaden zufügst, alle enttabuisiert wurden. Deswegen ist das so schwer zu akzeptieren. Und deswegen versucht man das immer darauf zurückzuführen. Nein, 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 nein. Das hat immer nur zu tun mit dem Schaden gegenüber einem anderen. Das eine will ich dir aber gleich sagen. Auf diesem Schlachtfeld hast du nicht die geringste Chance. Absolut nicht. Null. Zum einen, und das ist gar nicht mal so entscheidend, ist das ganz sicher niemals der Grund gewesen, warum die Menschen das mit einem Tabu belegt haben. Es ist zwar richtig, das habe ich gesagt, die Wahrscheinlichkeit für Erbkrankheiten steigt. Aber das war nicht der Grund. Das haben die Menschen nicht beobachtet und daraufhin ein Tabu entwickelt. Woher weiß man das überhaupt so, dass alle Kulturen das mehr oder weniger verbieten und tabuisieren? Nun, man kann es eigentlich eher umgekehrt betrachten. Die Kulturen, die das erlaubt haben, das waren immer die Ausnahme. Und das auch in der Regel nur über einen gewissen Zeitraum. Ein Beispiel sind die Pharaonen. In der Zeit der Pharaonen war es zumindest den Herrschern erlaubt und auch gar nicht mal so unüblich, dass dort beispielsweise ein Bruder seine eigene Schwester ehelicht und auch mit ihr Kinder hat. Aber jetzt wird man denken, Moment, die Pharaonen haben das gemacht. Ich meine, das waren doch blitzgescheite Leute. Die haben doch Pyramiden gebaut. Haben die denn nicht gemerkt, dass man damit den eigenen Kindern Schaden zufügt? Oder haben die das einfach so in Kauf genommen? War denen das egal? Nee, das war es ihnen mit Sicherheit nicht. Die Antwort darauf ist, dass es gar nicht so leicht zu entdecken ist, ob ein solcher Schaden eintritt und wenn ja, worin er begründet ist. Man muss nicht die Vorstellung haben, dass sobald man ein Kind mit der eigenen Schwester hat und das zur Welt kommt, dann hat das 8 Augen und 3 Arme. Und dann hat sie ein zweites Kind und das kommt zur Welt und das hat wieder 8 Augen und 3 Arme. Das darf man sich nicht darunter vorstellen, dass das die Erbkrankheiten wären, die dann mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit auftreten. Es kann sein, dass du ein Kind mit deiner Schwester hast und das ist kerngesund. Das hat überhaupt nichts. Oder es hat eine gewisse Erbkrankheit, aber die kannst du kaum entdecken. Da müsstest du schon eine genetische Untersuchung durchführen, aber sie äußert sich nicht. Es kann auch sein, dass es eine Erbkrankheit ist und das Kind ist lediglich geistig nicht so entwickelt wie andere Kinder. Aber das passiert ja nicht nur zwischen Bruder und Schwester, das gibt es ja so auch. Und es kann auch sein, dass es zu einer schweren
Missbildung kommt. Aber auch das gibt es ja nicht nur bei Nachkommen von Brüdern und Schwestern. Das gibt es ja auch anderswo. Wie kann man also jetzt entdecken, dass das etwas damit zu tun hat, dass die beiden Vater und Mutter eng miteinander verwandt sind? Genau, dafür müsste man eine aufwendige Untersuchung durchführen. Das ist ja nur ein Problem der Statistik. Ich bräuchte zum Beispiel 100 Geschwister-Ehepaare oder von mir aus auch einen Sohn mit seiner Mutter und 100 Nicht-Geschwister-Ehepaare. Und dann untersuche ich die Kinder. Und dann würde man sicherlich feststellen, dass die Geschwister-Ehepaare, dass deren Nachkommen, dass man da eine gewisse statistische Auffälligkeit entdeckt. So könnte man vorgehen. Aber mit 2, 3 Geschwisterpaaren funktioniert das nicht. Man bräuchte schon so 100, ich denke sogar mal eher 200 oder 300. Dann kann man das feststellen. Deswegen haben das auch die Pharaonen nicht sofort entdeckt. Solange das innerhalb der Herrscherdynastie bleibt, hat man eben keine 100 Vergleichspaare. Das ist aber garantiert nicht in allen Kulturen passiert. Soll ich mir wirklich vorstellen, dass die Indianer in Nordamerika und die Eingeborenen in Australien und die Indigos in Südamerika und die Germanen und afrikanische Stämme und von mir aus auch die Bewohner der Osterinsel, dass die alle in ihrer Geschichte eine solche Untersuchung durchgeführt haben? Die haben alle 100 Geschwister-Ehepaare untersucht und haben festgestellt, oh, hier kommt es aber zu einer statistischen Auffälligkeit, was bestimmte Missbildungen und Erbkrankheiten betrifft. Never. Das ist niemals passiert. Wisst ihr, meine eigene Schwester, die gilt als äußerst attraktiv, auffallend attraktiv. Ich habe das gar nie so gesehen. Mir ist das nicht so aufgefallen. Ich habe das mehr von Klassenkameraden gehört, die zu mir zu Besuch kamen. Ich dachte, wow, deine Schwester. Warum habe ich das nicht so gesehen? Ich meine, ein hübsches Mädchen, das erkennt man ja. Das war deswegen so, weil ich diese Art der Anziehung überhaupt nicht gegenüber meiner Schwester hatte. Und das war meine eigene Schwester. Ich habe sie nicht mit diesen Augen betrachtet. Es kann sein, dass ich dasselbe Mädchen, was genauso aussieht, aber was nicht meine eigene Schwester ist, äußerst attraktiv finde. Ich sage, wow, ein echter Hingucker. Aber gegenüber der eigenen Schwester empfindet man das in der Regel nicht. Das ist kein Zufall, das ist nicht ausnahmsweise bei mir so. Das beobachtet man bei den allermeisten Menschen. Das ist der Regelfall. Das wird auch in der Wissenschaft untersucht, warum das so ist. Warum man diese Art der Anziehung in der Regel gegenüber sehr engen Verwandten nicht entwickelt. Das spielt aber jetzt keine Rolle, aber Fakt ist, es ist einfach so. Die Vorstellung also, dass irgendwo auf der Welt in einer Kultur 100-mal ein Bruder seine Schwester geheiratet hat, obwohl diese Form der Anziehung ja bei den Menschen gar nicht veranlagt ist, woraufhin man eine Untersuchung durchgeführt hat und danach erst festgestellt hat, nein, das macht man besser nicht. Niemals. Das ist niemals so gewesen. Das ist Wunschdenken, nicht mehr und nicht weniger. Die Menschen wussten das einfach schon immer. Das ist etwas, was nicht geht. Das macht man einfach nicht. Die haben das nicht untersucht. Die hatten keine Statistik darüber entstellt und dann immer von einer Generation zur nächsten das weitergegeben. Das war etwas, was die Menschen einfach wussten. Und ja, ich sehe auch jetzt das Problem. Es ist nicht das Einzige, was die Menschen schon immer wussten, dass das einfach nicht geht. Allerdings spielt das auch gar keine Rolle, wie die Menschen auf dieses Tabu gekommen sind. Selbst wenn es so gewesen ist, lässt sich das in der heutigen Zeit sogar mit dem, was wir wissen, kaum aufrechterhalten. Und vor allen Dingen kann man das auf diese Art und Weise unmöglich heute ehrlich vertreten. Niemand kann wirklich hingehen und sagen, das ist ein Tabu aufgrund der potenziellen Schädigung. Das funktioniert nicht. Denn das war ja das einzige Argument. Die potenzielle Schädigung gegenüber wem? Gegenüber den Nachkommen. Deswegen nicht Bruder und Schwester, Mutter und Sohn. Das war ja der einzige Grund. Was umgekehrt bedeuten würde, wenn dieser potenzielle Schaden nicht eintreten kann, sprich keine Nachkommen, dann gibt es auch moralisch überhaupt gar keine Bedenken mehr. Nicht nur keine Bedenken mehr, dann ist das einfach nur noch ein Vergnügen zwischen 2 erwachsenen Menschen, die keinem wehtun, die niemandem schaden. Das wäre ein absolut belangloses moralisches Schulterzucken. Nicht nur das, man würde sich sogar empören, wenn irgendjemand etwas dagegen sagt. Das sind 2 erwachsene Menschen, lass die sich doch vergnügen, selbst wenn es im Schlafzimmer ist.
Okay, dann wollen wir mal schauen, ob du in der Lage bist, das auf diese Art und Weise zu vertreten. Nachkommen kann man ja nicht immer bekommen. Das geht bei einer Frau biologisch gesehen, ich weiß es nicht genau, ungefähr bis zum 50. Lebensjahr. Danach funktioniert das nicht mehr. Danach besteht auch dann keine Gefahr mehr. Sprich, eine Mutter, die 55 ist, könnte bedenkenlos mit ihrem eigenen Sohn verkehren. Da gibt es keine moralischen Einwände. Im Gegenteil, wenn jemand etwas dagegen sagt, dann würde man empört aufschreien, das sind zwei erwachsene Menschen, die sich gemeinsam miteinander vergnügen. Da gibt es doch nichts gegen einzuwenden. Oder der Enkel mit seiner eigenen Großmutter. Da besteht ja die Gefahr überhaupt nicht. Ein harmloses moralisches Schulterzucken, lass die doch. Du kannst doch nichts dagegen sagen. Und wenn jemand das wirklich ehrlich vertritt, dann muss er sich einfach nur mal vorstellen, dass sein eigener Sohn das mit seiner Großmutter tun würde. Wenn er ehrlich wäre, dann würde er sagen, wieso? Das sind zwei erwachsene Menschen, die sich miteinander vergnügen. Lass sie doch. Da kann man doch nichts mehr gegen sagen. Im Gegenteil. Gäbe es irgendjemanden in der Verwandtschaft, der so die Augenbraue hebt, dann würde man sofort sich moralisch empören. Wie kannst du etwas dagegen sagen? Dann, wenn man ehrlich ist. Denn der potenzielle Schaden, um den es ja einzig und allein angeblich geht, der ist hier gar nicht mehr gegeben. Und das gilt ja nicht nur für den Eintritt eines bestimmten Alters. Meine Tante beispielsweise, der wurde die Gebärmutter entfernt. Potenzieller Schaden kann jetzt nicht mehr eintreten. Sprich, es wäre moralisch völlig bedenkenlos, wenn sie jetzt mit ihrem Bruder, mit ihrem Sohn, mit ihrem Vater, das spielt alles überhaupt gar keine Rolle mehr. Und wenn jemand ehrlich ist, würde er das auch ganz genauso vertreten. Dann würde ich sagen, wieso? Das sind doch zwei erwachsene Menschen. Was gibt es denn dagegen zu sagen? Jemand anders aus meiner Verwandtschaft hat geheiratet, wir haben zwei Kinder und damit war die Familienplanung abgeschlossen. Und er hat sich daraufhin sterilisieren lassen. Er wird nie wieder Kinder zeugen. Bei ihm gibt es jetzt auch keine moralischen Bedenken mehr. Er könnte auch mit seiner eigenen Tochter, die er hat, und keiner könnte etwas dagegen sagen, denn ein potenzieller Schaden kann nicht mehr eintreten. Moralisch völlig bedenkenlos. Und jemand, der ehrlich wäre, der würde sich auch jetzt empören. Was machst du denn? Lass die doch. Das sind zwei erwachsene Menschen, die sich miteinander vergnügen. Und das gilt ja auch nur für einen bestimmten Akt. Das ist ja nicht immer gegeben. Nicht alles, was im Schlafzimmer möglich ist, führt sofort dazu, dass man Nachkommen bekommt. Ich möchte jetzt nicht allzu genau darauf eingehen, aber der Fantasie sind ja dort keine Grenzen gesetzt. Es gibt ja alles Mögliche, viele verschiedene Art und Weisen, auf die man sich miteinander vergnügen kann, und diese Gefahr besteht dort nicht. Da gibt es sowieso keine Bedenken. Egal welches Alter oder was sonst gegeben ist. Und jemand, der ehrlich ist, der zum Beispiel zu seinem Sohn ins Zimmer käme und er würde sehen, wie er mit seiner eigenen Schwester sich vergnügt, aber auf eine Art und Weise, dass keine Nachkommen entstehen. Es wäre ihm unangenehm, dass er reinplatzt, das natürlich, aber das wäre für ihn überhaupt kein Unterschied, ob das die Schwester mit ihrem Freund macht oder mit ihrem eigenen Bruder. Ein Schaden kann ja nicht eintreten, es sind zwei erwachsene Menschen, die sich miteinander vergnügen. Und in anderen Fällen gilt das ja schon überhaupt nicht. Ein Vater mit seinem Sohn, die werden niemals Nachkommen zeugen. Ein Bruder mit seinem Bruder, niemals. Sprich, jemand, der ehrlich ist, denn das Zimmer von seinem Sohn käme und er würde sich dort mit seinem Bruder vergnügen, das wäre auch harmlos, ein moralisches, bedenkenloses Schulterzucken. Und keiner dürfte etwas dagegen sagen, denn es sind zwei Erwachsene, die sich miteinander vergnügen. Dann, wenn man das ehrlich vertritt. Aber das hört hier noch nicht auf. Wir wollen wirklich mal deine Ehrlichkeit auf die Probe stellen. Worum ging es nochmal? Ach ja. Es ging um die potenzielle Schädigung. Das ist der Grund für ein moralisches Tabu. Sprich, wenn ein entsprechender potenzieller Schaden auf dem Spiel steht, dann darf man etwas auch mit einem moralischen Tabu belegen. Ich habe vor ein paar Tagen eine interessante Statistik gelesen. Aus dem Jahre 2019, das ist noch gar nicht so lange her. Und zwar ging es da um die AIDS-Infizierten, Neuinfizierten in den USA. Und da hat man festgestellt, das ist keine Neuigkeit, aber im Jahre 2019 war das auch noch so, dass 70% der Neuinfizierten mit AIDS homosexuelle Männer sind. 70%. Obwohl die gerade mal ein paar Prozent innerhalb der Gesellschaft ausmachen. Also 10-mal so viel, wie man eigentlich erwarten würde. Nun, das ist kein Zufall und es gibt mehrere Gründe auch dafür. Einer dieser Gründe ist die Art und Weise,
wie Männer miteinander verkehren, wenn sie dies denn tun. Das birgt ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit solchen Krankheiten, allen voran auch AIDS. Und ich würde sagen, die Ansteckung mit AIDS ist definitiv ein potenzieller Schaden. Und der ist statistisch belegt. 70%, ich meine, das spricht für sich. Wenn man jetzt also ehrlich wäre, dann würde man ein solches Vorgehen mit einem moralischen Tabu belegen. Denn hier besteht ein potenzieller Schaden. Und vor allen Dingen die Empörung darüber wäre viel größer als bei einem Enkel mit seiner eigenen Großmutter. Sprich, jemand, der ehrlich ist, er würde irgendwo da draußen, wo zwei Männer, wenn er davon hört, er würde sich da schon eher empören, weil da ein potenzieller Schaden entstehen kann, als bei seinem eigenen Sohn mit der Großmutter, dann, wenn er ehrlich ist. Denn im ersten Fall besteht ein potenzieller Schaden, im zweiten nicht. Aber das macht man ja da auch gar nicht, oder? Da haben wir ja seit 30 oder 40 Jahren die entsprechenden Kampagnen, Plakate überall in den Großstädten, weil man auf die eigene Verantwortung der Männer setzt. Das weiß man, das ist bekannt. Tatsächlich wurde AIDS auch mal eine Zeit lang als homosexuelle Krankheit benannt. Ob zu Recht oder zu Unrecht sei dahingestellt, aber das waren die Hintergründe, weil man festgestellt hat, das taucht viel häufiger dort auf. Aber man setzt auf die Eigenverantwortung. Man hat überall Plakate, hey, hört mal zu, vergnügt euch, aber passt einfach auf. Das könnte man ja bei einem Bruder und der eigenen Schwester auch tun. Wenn die wollen, lasse sich doch vergnügen. Sie müssen halt nur entsprechend aufpassen, genauso wie andere das auch tun. Dann ist auch ein potenzieller Schaden nicht mehr gegeben. Wer kann das auf diese Art und Weise wirklich ehrlich vertreten? Deswegen habe ich gesagt, auf diesem Schlachtfeld hast du nicht die geringste Chance. Das kannst du niemals ehrlich durchführen. Niemals. Menschen haben zu allen Zeiten gewusst, dass bestimmte Arten von Schlafzimmervergnügen einfach nicht gehen. Ohne komplizierte Herleitungen, ohne Überlegungen, ohne wissenschaftliche Untersuchungen, ohne ein Prinzip wie solange man keinem anderen schadet etc. Das geht einfach nicht. Das gilt für die nahe Verwandtschaft. Ja, ich weiß. Aber eben nicht nur. Und das ist das Problem. Die Föderale Islamische Union setzt sich ein für die Muslime in diesem Land. Und das kannst du auch. Erstens, diesen Kanal abonnieren, teilen, liken, verbreiten, kommentieren. Alles, was den Algorithmus pusht. Und die zweite Sache, Mitglied werden. Geh auf www.islamische-union.de und fülle dort das Mitgliedsantragsformular aus. Es dauert keine 2 Minuten und das Beste, die Kinder kannst du kostenlos mit anmelden. Also, Abo dalassen und jetzt Mitglied werden.